Hey, ich bin's Marco und heute möchte ich euch auf meinen nächtlichen oder abendlichen Spaziergang mitnehmen. Es wird langsam dunkel, aber ich finde es toll, wie sehr man mich mit dieser Kamera noch sehen kann, noch erkennen kann. Und es sieht auch sehr, sehr schön aus. Also hier sieht man, wie die Sonne untergeht. Die Sonne ist hinter dem Haus dort, hinter dem Wohnblock. Das ist ein ganzer Wohnblock, der dort hinten ist. Und dahinter ist die Sonne. Und jetzt sieht man aber noch, wie die Sonne so ein bisschen die Wolken anscheint. Und ja, es sieht sehr schön aus. Es sieht sehr ruhig aus. Und jetzt ist auch gerade, es ist noch Frühling, aber es ist schon fast Sommer. Also ich bin hier im Hemd. Ich bin draußen im Hemd. Es ist, ich glaube, 18 Grad oder so, 18 Grad Celsius. Und es ist sehr, sehr warm dafür, dass die Sonne nicht scheint. Und an diesen Tagen passiert das öfter, dass einmal die Sonne sehr spät untergeht. Und wenn sie dann untergegangen ist, dann ist es trotzdem noch sehr warm. Und ja, und deswegen genieße ich gerade so ein bisschen die Atmosphäre hier. Ich genieße auch wie es riecht. Es riecht auch sehr gut, weil es heute geregnet hat. Heute gab es so einen richtig guten Nieselregen. Also es hat nicht sehr viel gestürmt, sondern der Regen fiel einfach wirklich von oben nach unten runter, ohne dass es besonders heftig wurde, ohne dass sehr viel Wind war oder ohne dass sehr viel Gewitter war. Und das war auch ein sehr schöner Regen, würde ich meinen. Und deswegen riecht es jetzt auch so gut. Also dieser typische Geruch, nachdem es geregnet hat, dieser Geruch, als würde die Luft gereinigt worden sein. Ja, die Luft wurde gereinigt von diesem Regen. Und dazu kommt natürlich, dass ich mich gerade in einer Gartenkolonie befinde. Also um mich herum sind nur Gärten und natürlich dann auch sehr viel Grün, sehr viele Bäume und Hecken und alle möglichen Pflanzen. Und diese Pflanzen riechen natürlich auch sehr, sehr schön. Und diese ganzen Eindrücke machen hier gerade mein Erlebnis aus. Und dieses Erlebnis, dieses tolle Gefühl möchte ich heute mit euch teilen. Und ich hoffe, ich konnte gut beschreiben, wie es hier ist und wie die Atmosphäre hier ist. Und bis morgen. Ich sehe euch morgen. Tschüss und bis bald.